Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Die heutige Frage kommt von Pack 80, was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. Und er oder sie bezieht sich auf ein Video von uns, Gesamteiweiß versus Aminogramm. Und zwar sagt er oder sie, super Video, kann es sinnvoll sein, sein Gesamteiweiß mit Kollagenpulver zu ergänzen? Schmeckt nach nix und ich kann es zum Beispiel im Kaffee hinzufügen. Würde ich dann bei der Oma tun? Sie tut sich mit der Eiweißversorgung sehr schwer. Ach, das ist ja lieb, dass er sich um die Oma so kümmert. Ja, ganz, ganz toll. Das überleben sehr häufig auch, dass die Menschen, die einmal erfahren überhaupt, was das bedeutet, dieses artgerechte Verhalten, dieses Forever Young, diese Idee, die Kollege Strunz ja vor vielen Jahren so überhaupt ins Leben gerufen hat, da erkennen die meisten ja, Mensch, das ist auch was für meine Eltern, für meine Kinder, für meine Enkel, für meine Oma, Opa. Freut mich immer sehr, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die sich für andere engagieren und diese Gedanken weitertragen. Also das schon mal hat da schon mal ganz viel Respekt und Lob verdient. Kollagenpulver, ich gehe davon aus, er meint dann so dieses Gelatinepulver. Das wird immer mal wieder diskutiert, weil das natürlich für wenig Geld im Supermarkt sogar zu kaufen ist. Und wenn man dort drauf guckt auf die Zutatenliste oder Inhaltsliste, dann liest sich das sehr gut. Also was sind immer die Kritikpunkte? Ja, tierische Herkunft, Schwein, wie auch immer, das kann ein Kritikpunkt sein. Und es gilt als nicht ganz so rein. Da gibt es aber interessante Forschungsergebnisse, zum Beispiel bei der Knorpelregeneration im Kniebereich, dass es gar nicht jetzt auf ein hochreines Supereiweiß oder dem Kollagen ankommt, sondern dass ein sich regenerierender Knorpel, wer hätte das gedacht, das war also eigentlich so vor 25 Jahren, als ich da als junger Arzt so in dem Bereich auf den Orthopädenkongressen immer die Lauscher aufgespannt habe, da galt eher noch das Dogma, Knorpel weg, immer weg. Ja. Aber jetzt wissen wir, dass gerade eben es hier auch einen Ersatzknorpel gibt. Und Ersatzknorpel braucht auch, ich sag mal so, Gelatine. Und insofern könnte das sogar sein, dass das eine Möglichkeit ist. Das ist aber auch noch nie richtig getestet worden. Da gibt es keine richtige Studie dazu. Da es aber zumindest im Lebensmittelhandel zugelassen ist, das ist an sich schon mal nicht gefährlich, ja, dieses Gelatin- oder Gelatinepulver mit zu verwenden. Ob das jetzt den gleichen guten Effekt hat wie jetzt ein Aminoprodukt, also eine Aminosäurepulver, Sachet, wie auch immer, oder die Kapseln, ganz ehrlich, das kann ich auch nicht aus meiner eigenen Erfahrung benennen, weil dafür gab es zu wenige. Das kann ich an einer Hand abzählen von den paar Tausend, die wir bisher begleitet haben. Und daraus kann ich keine wirkliche Aussage, die irgendwie belastbar oder robust ist oder valide ist, kann man da nicht ableiten. Ich würde zumindest mal sagen, wenn man das jetzt nicht gleich wieder übertreibt und davon sich nicht kiloweise reinschüttet, kann ich mir zumindest vorstellen, dass es im Rahmen des, wo man immer sagt, viele Wege führen nach Rom, dass man das auch mal probiert. Im Idealfall natürlich vorher messen, machen, nachher messen. Dann wüsste man auch, ob so ein einfaches Pulver, wie gesagt, ich habe mir das ja auch mal angeschaut. Ich meine, man zahlt da, glaube ich, keine 10 Euro für so ein 500er Gramm Pack. Das wäre natürlich finanztechnisch quasi spannend. Aber wie gesagt, so richtige Daten, verlässliche Daten zur Wirksamkeit kenne ich dazu nicht. Und ich glaube auch nicht, dass da jemand anderes eine große Studie in Auftrag gegeben hat. Aber ich verspreche, wenn ich dazu was höre, das ist ja auch so, mein neuronales Netz spannt sich ja mit durch diese Fragen immer auch weiter auf. Und dann, wenn ich, so wie ich was höre, was in diesem Bereich geht, dann würden wir das hier nochmal mit thematisieren. Versprochen. Ja, oder wir machen es mal selbst. Du isst einfach mal 3 Monate dieses Zeugs. Ja, ich bin gerade in anderen Experimenten auch drin. Aber wenn die zu Ende sind, dann kommt das nächste. Einfach. Ja, genau. Und für je mehr man nämlich dann zusammenmixt, dann weiß man ja wieder nicht, was hat denn wie. Das stimmt. Ja, dann musst du alles andere wegslassen. Also deine ganzen Eiweißriegel und Shakes darfst du da nicht. Kannst du dich mal hinten anstellen und mal fragen, wann das wieder soweit ist. Ja, genau. Oh Gott. Du, und für die Oma können wir doch noch sagen, es gibt ja so unfassbar tolle
Rezepte, die man mit Eiweißpulver machen kann. Also diese Gemüsefrittata zum Beispiel, an die erinnere ich mich sehr, sehr gerne. Und die gibt es ja immer bei den Fundament-Aktivtagen, die ja eigentlich wieder stattfinden dürfen. Und da kochen ja Yvonne und Ferit für uns immer. Und die Gemüsefrittata, das wäre doch was für die Oma, oder? Genau. Das, also toller Hinweis nochmal. Also es muss nicht immer nur das gekaufte Pulver sein, jetzt Preis hin, Preis her, sondern ich fände es ja auch viel spannender, dass wir es schaffen, im Alltag wirklich dieses artgerechte Verhalten mehr und mehr zu etablieren, dass es zur Gewohnheit wird. Das ist, dass wir einfach ganz normal uns jeden Tag darum bemühen, die Eiweißmenge hochzuhalten, den Zucker- und Kohlenhydratkram eher ein wenig nur zu uns nehmen und die Rezepte mittlerweile. Das Internet ist voll davon. Und wenn Oma nicht im Internet so gern unterwegs ist, dann es gibt auch fantastische Bücher, Low Carb oder entsprechend in diesem Bereich auch die Bücher von Kollegen Strunz, die Kochbücher oder von den Ernährungsdocs. Da sind ganz klasse Hinweise drin, wie man das im Alltag umsetzen muss. Da muss man dann nicht im Internet suchen, kann das auch ganz klassisch nochmal im Buch lesen. Das wäre eine Geschenkidee für die Oma. Weihnachten steht ja quasi schon vor der Tür. Klasse, Dankeschön. Alles Gute dafür und Gruß an die Oma, unbekannterweise. Tschüss, bleibt gesund und seid optimistisch. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.